Auf der einen Seite verkaufen wir bei Sportspar Sportbekleidung, Sportequipment, Fitnessbedarf, Sportschuhe sowie auch Freizeitbekleidung. Bei eBay bin ich seit nunmehr 9 Jahren. Das Ganze hat sich mittlerweile so gut entwickelt, dass daraus eine große Firma geworden ist mit nunmehr 15 Mitarbeitern. Unser eBay-Name ist ETC Shop. Darüber verkaufen wir Haushaltswaren, Elektroartikel, mittlerweile viele Leuchten. Im Laufe der Zeit sind Stereoanlagen dabei gekommen, Boxen, DJ-Sets, sodass wir jetzt ca. 2000 Artikel über eBay vertreiben. Ich habe damals die Situation gehabt, dass ich von bestimmten Produkten einfach zu viele Stückzahlen bestellt habe. Und da ich immer Kapazitätsprobleme hatte, musste ich zusehen, dass diese Produkte möglichst schnell abverkauft werden. Und da hatte ich proaktiv diese Produkte auf den internationalen Websites, und zwar eBay England und eBay Italien, eingestellt und dann auch recht schnell wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir haben vor circa 2 Jahren mit internationalen Verkäufen angefangen, zuerst in England. Dann wurde uns von eBay eine Agentur vermittelt, diese hat halt die Texte übersetzt und somit verkaufen wir jetzt in Spanien, Italien, Frankreich. eBay hat mir damals bei der Internationalisierung geholfen, indem man mir das Projekt Web Interpret vorgeschlagen hat. Daran habe ich auch letztlich teilgenommen. Mittlerweile sind wir bei nahezu jeder eBay-Website vertreten, die es aktuell gibt. Angefangen bei eBay Australien bis hin zu eBay USA. Ein Auslandsversand nach Österreich, Belgien und Holland ist sehr interessant, weil da die Rücksendekosten auch sehr niedrig sind. Und Österreich ist ein gutes Land, weil da die Artikelpreise auch höher sind wie hier in Deutschland. Was das Thema Produktauswahl angeht, da richten wir unser Einkaufsverhalten gezielt nicht nur nach dem deutschen Markt, sondern nach den ausländischen Märkten. Bestimmte Produkte laufen auf internationalen Märkten unter Umständen besser als auf dem deutschen Markt. Der internationale Versand ist für uns sehr interessant, weil wir viele Waren auch Restpostenanlage haben und somit dann eine größere Reichweite von Kunden haben. Jedoch hat auch der internationale Versand seine Grenzen in verschiedene Länder wegen den hohen Portokosten. Was das Thema Kundenservice angeht, so sind wir intern sehr international aufgestellt. Wir haben ein 15-köpfiges Team, das aus insgesamt 9 verschiedenen Nationalitäten besteht. Entsprechend können wir auf internationale Kundenanfragen gezielt und auch in der jeweiligen Muttersprache reagieren und können somit auch etwaige Probleme sehr schnell und problemlos lösen. Durch die Internationalisierung haben wir halt mehr Umsatz und konnten dadurch insgesamt unser Unternehmen ausbauen. Lieferkosten und Rücksendungen sind eher unproblematisch. Wir haben Verträge mit Speditionen und Logistikanbietern. Wir können weltweit verschicken zu angemessenen Konditionen. Entsprechend halten sich die Lieferkosten in Grenzen. Der größte Nutzen durch die Internationalisierung ist einfach der Vorteil, dass man eine deutlich größere Zielgruppe erreicht. Und es liegt nahe, dass man dann natürlich das Potenzial, das international steckt, auch ausschöpfen möchte.